So, dann herzlich willkommen zur neuen Börsenwoche. Der DAX, erstmal auch kurz der Risikohinweis, und das Bild ist da oder sollte da sein bei jedem, auch auf meinem anderen Monitor war es eben jetzt da. So, der DAX startet heute oder ja, gibt mindestens 120 Punkte schon im Future-Handel ab. Und im regulären Handel sind es dann rund 150 Punkte. Zunächst einmal kurz zu dem Schaubild, was ich am Wochenende erstellt habe. War hier diese Trendlinie, ist jetzt ja, absolut noch nicht bestätigt. Aber hier waren eben zwei Auflagepunkte. Hier könnte sich so weiter was auffächern. Und eben bei 9.640 bis 9.590 Punkten etwas ergeben, was man als ja, sehr spekulative Kaufzone vielleicht ja, handeln kann. Ich schalte mal hier von Xetra auf die Indikation. Dann sieht man heute Morgen, beziehungsweise ja, vor ein paar Minuten war der DAX im Tief schon bei 9.660 Punkten rund. Also wenn jetzt hier direkt um 9 Uhr es nochmal zu einem auf Xetra halt noch zum Ausverkauf kommt und er würde jetzt hier direkt bei 9.590 stoppen, dann könnte es wirklich hier eine größere Gegenbewegung kommen. Ja, zumindest jedenfalls bis zu dieser wichtigen Marke. Ob jetzt diese Marke, die 9.800 Punkte, durchbrochen wird, ist natürlich sehr fraglich dann. Also diese Marke von 9.776, ja, wurde schon immer im Prinzip eingezeichnet. Und das war jetzt ja hier das Schaubild, wo der DAX am Freitag hätte in der Range bleiben sollen und es gab ja dann direkt den Abverkauf. Gold hat heute ein neues Hoch noch hingelegt und steht, ja, da konnte im Hoch fast die 1.285 US-Dollar erreichen. Also hier ist einfach die Aufwärtsbewegung geht weiter und hier mit dem Bruch der Trendlinie kann sich das noch etwas nach oben ausdehnen. Der Euro gegen japanischen Yen kam heute zumindest bislang unter Druck und kommt hier eine wichtige Weekly-Widerstandslinie an, die jetzt halt temporär unterschritten worden ist, aber da es eben jetzt ja auf Weekly-Basis ist und erst der erste Handelstag in der Woche stattfindet, der eben auch erst seit 9 Stunden, darf es sich natürlich hier temporär nach unten bewegen, hält aber diese Marke eben auf Wochenbasis, dann denke ich, dass sich hier eine größere Aufwärtsbewegung aus stattfinden kann und dann ein Rückfall. Was einen Wochenwiderstand eben auch bewirken kann, hat man jetzt hier letzte Woche auch bei Brent gesehen. Ich schalte mal den Wochenchart rein. Da sieht man, dass hier der Widerstand halt eben temporär überschritten worden ist, eben aber auf Wochenbasis definitiv gehalten hat und direkt jetzt hier zu Wochenstart sind die auch Verkäufe drin und Brent liegt hier in dem Setup deutlich im Plus und kann und sollte noch in der Woche auf mindestens 49,30 zurückfallen. WTI macht es im Prinzip genauso gut und kommt jetzt hier an eine weitere Aufwärtstrendlinie an. Hier wäre das erste Kursziel auch nicht mehr so weit weg. Zum Nasdaq, da schalte ich auch kurz in die Indikation. Der Nasdaq ist jetzt hier im Future-Handel eigentlich
10 Punkte minus, ein bisschen mehr. Allerdings, man muss auch immer bedenken, dass am Freitag, deswegen hier eben im Future Handel, da wurde eben auch schon umgestellt bei mir, der Verfall stattfindet, so wie im DAX und in Amerika eben auch. Und größere Verwerfungen sind da eben diese Woche natürlich auch möglich. Hier aber für mich hätte jetzt hier der Nasdaq ein gutes Level erreicht. Also hier sollte oder könnte kein weiterer Druck mehr vom Nasdaq dann ausgehen. Und somit ist eben auch die Wahrscheinlichkeit da, dass im DAX das Level, was vorher angegeben worden ist, erstmal verteidigt wird. BASF gab es am Freitag ja noch ein sehr spekulatives Setup. Hier ist auf Schlusskursbasis hat er die Rainbow-Unterkante gehalten. Kann heute natürlich temporär mit den schwachen Vorgaben unterschritten werden. Aber sollte es eben heute nochmal auf Schlusskursbasis halten, sieht es für mich hier doch gut aus. SAP hat hier, es ist sozusagen nicht aktiviert worden. Da kam der Schlusskurs unter dieser Marke statt. Der feste Stopp wäre sowieso etwas tiefer gewesen, aber hier wird sich ja, der Kurs eher in Richtung dann EMA 200 erstmal ausdehnen und dann vielleicht eine Reversal-Kerze dann starten. Zum Euro, australischer Dollar gibt es eine Seitwärtsbewegung, das ist noch aktiv und der US-Dollar, japanischen Yen kam heute auch nochmals unter Druck. Da wurde letzte Woche ja das Tief erreicht, die Mindestbedingungen. Und jetzt wurde es eben nach unten ausgeweitet, wie eben auch der Euro, japanische Yen. Da habe ich jetzt keine größeren Marken mehr ausgemacht. Also hier denke ich eher auch, dass ihr demnächst was zu Ende sein kann, aber spekulativ oder antizyklisch würde ich erstmal dann abwarten, bis sich der Kurs hier über dem EMA oder EMA 10 bzw. Rainbow Unterkante, bis er sich dort wieder, bis sich der Kurs dort schließen kann und dann eher ein Long Setup wäre dann erst denkbar. Jetzt kann es sich hier eigentlich schon noch erstmal nach unten ausdehnen. Danke fürs Zuhören und bis später.